Jetzt erstmal 10 Dinge, die ihr wissen solltet, bevor ihr nach Japan geht. Ja, was geht, was geht. Heute wieder mal ein ganz anderes Video. Ich habe letztens gefragt, ob die Leute Bock haben auf Japan-Content und anscheinend schon. Ich würde behaupten, ich bin schon so ein kleiner Japan-Experte. Ein bisschen, ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Notizen gemacht und habe jetzt erstmal 10 Dinge, die ihr wissen solltet, bevor ihr nach Japan geht. Und falls euch die Serie gefällt, könnten wir eigentlich noch mehr Videos machen. Also Dinge, die ihr dann wissen solltet, wenn ihr dort seid oder was ihr mitnehmen solltet, wenn ihr nach Japan reist. So sagt. Also nach Japan reisen solltet ihr so oder so. So ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, wo ich 10 Dinge, die ich hier aufgesagt habe, die ich auf jeden Fall in Japan vermissen werde. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 10 Dingen, die ihr wissen solltet, bevor ihr nach Japan reist. So, erstens, wenn ihr nach Japan reist. Wir gehen jetzt mal von Tokio aus, weil ich würde sagen, ich bin ein kleiner Tokio-Experte. Gerade dabei seid, euch ein Ticket zu holen für Japan, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, darauf zu achten, nach Haneda zu fliegen. Nicht nach Narita. Ganz wichtig. Haneda. Es ist zwar nicht so gravierend schlimm, ich habe schon beides gemacht. Meistens bin ich leider in Narita. Da gibt es einfach mehr Flugzeuge, die fliegen, aber Narita ist ein bisschen weiter weg. Mit der günstigsten Bahn zahlt ihr, glaube ich, 12 Euro. Da fährt ihr 1,5 Stunden in die Stadt. Oder mit so Schnellzügen, das kostet dann so 30 bis 40 Euro. Dauert auch so 40 Minuten bis eine Stunde. Also ist schon ein kleiner Weg von Narita in die Stadt. Von Haneda in die Stadt dauert so 20 Minuten. Also wenn ihr nach Japan reist, auf jeden Fall nach Haneda. Falls ihr aber doch nach Narita reisen solltet, weil einfach da die Flüge günstiger sind, was voll normal ist. Ich würde auch immer den günstigsten Flug nehmen, aber achtet darauf, dass ihr nicht um 11 Uhr landet oder so. Das ist mir nämlich letztens passiert. Das war nämlich so, wir hätten um 10 landen sollen und unser Flug hatte ein bisschen Verspätung und wir sind dann um 11 ungefähr angekommen. Sind eigentlich auch relativ schnell mit diesem ganzen Chat und wo wir alles finden, weil es für uns schon ein bisschen Routine geworden ist und wir kennen das alles. Aber wir haben den letzten Zug verpasst. Das heißt, wir haben die ganze Nacht am Flughafen gechillt, übernachtet. Ja, weil, ich sag's euch jetzt schon als kleiner Side-Tipp, in Japan ist es so, wenn die letzte Bahn fährt, fährt die letzte Bahn. Es gibt keinen Nachtbus oder Nachtbus. Gibt's nicht. Wenn die letzte Bahn fährt, fährt die letzte Bahn und die nächste Bahn fährt erst so gegen 5 Uhr morgens wieder. Ja, und die letzte Bahn fährt meistens so gegen 12. Also gar nicht spät. Das ist auch der Grund, warum es so viele Cups-Hotels gibt, weil die Leute meistens dazu Cups-Hotels gehen, wenn die Bahn verpassen. Aber weil wir frisch angekommen sind, wollten wir nicht direkt unser Geld für Cups-Hotels ausgeben, haben also im Flughafen gechillt und geschlafen. Es war in Ordnung, kann man machen. Ich würde es aber niemandem empfehlen, weil man ist schon kaputt vom Flug und achtet einfach drauf, dass ihr nicht zu spät landet, wenn ihr in Narita landet. Ganz wichtig. Und wenn ihr von Narita fliegt, nehmt auch nicht einen zu frühen Flug, weil sonst müsst ihr eine Nacht früher in Narita verbringen. Nur als Tipp. Zweitens, falls ihr durch Japan reisen wollt, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, holt euch einen Railpass. Es gibt die für eine Woche, für 2 Wochen, für 3 Wochen. Damit könnt ihr mit dem Shinkansen durch Japan fahren. Unlimitario. Shinkansen fahren ist besser als fliegen. I love it, Shinkansen. I love my Shinkansen. Wenn ihr, glaube ich, 3, 4 Mal mit dem Shinkansen gefahren seid, habt ihr euren Preis eigentlich schon wieder reingeholt, weil die einzelnen Tickets für Shinkansen sind super teuer. Ich kann verstehen, wieso. Es ist worth it, aber es ist halt, wie gesagt, teuer. Deswegen würde ich euch einen Railpass empfehlen. Damit könnt ihr alle JR-Lines fahren. Also auch in den Städten. Und ihr könnt mit den Shinkansen fahren. Zwar nicht mit allen Shinkansen, aber mit fast allen und it's worth it auf jeden Fall. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, einen JR-Pass zu holen, müsst ihr euch vorher am besten drum kümmern. Klar, geht auch dort, aber dann ist es ein bisschen Heckmeck. Kauft es am besten im Voraus. Dann bekommt ihr einen Wisch ausgedruckt. Und mit diesem Wisch geht ihr an irgendeine Station, aber an eine bestimmte oder am Flughafen und könnt es dann auswechseln. Ich würde euch raten, nicht am Flughafen das zu nehmen, weil ab dann beginnt schon der Tag und am ersten Tag macht ihr ja nichts. Was ich meine. Nur als kleiner Tipp, aber auf jeden Fall habt ihr dann ab dem Tag, wo ihr das holt, eure 7, 14, 21 Tage, wo ihr mit den Shinkansen rumfahren könnt und dann nutzt es auch aus. Fahrt durch ganz Japan. Das Ticket ist teuer, ich weiß, aber es lohnt sich und ihr seht Sachen, die ihr sonst noch nie gesehen habt. Also, ich würde es euch echt empfehlen. Und wenn wir schon dabei sind mit Vorbestellen-Geschichten, falls ihr ins Ghibli-Museum wollt, für die Ghibli-Fans hier,
keine Ahnung, du, ihr müsst die Tickets 3 Monate im Voraus bestellen. Nur damit ich Bescheid wisst. 3 Monate im Voraus. Es gibt viele Attraktionen in Japan, wo ihr lange, lange, lange davor buchen müsst und im Voraus buchen müsst. Also es gibt vieles, was man nicht einfach hingehen kann und reingehen kann. Achtet drauf, Ghibli's Studio ist eins davon, falls ihr hingehen wollt. Bucht es euch vorher, es ist sogar nicht mal so teuer. Es war, glaube ich, in meiner Erinnerung 15 Euro um den Dreh plus minus. Geht auf jeden Fall. Also, bevor ihr nach Japan reist, solltet ihr auf jeden Fall wissen, dass Japan ein Bargeldland ist. Auch wenn es super modern ist und super weit voraus. Und Japan lebt in 2095, während wir in 2021 leben. Der Punkt ist, sie stehen auf Bargeld. Und in Japan wird alles mit Bargeld bezahlt. Nicht alles, aber der Großteil. Ihr könnt in Japan auch Geld abheben, das ist kein Problem. Dafür gehe ich meistens immer in 7-Eleven oder Family Mart, da gibt es immer ATMs. Aber wenn ihr das erste Mal da seid, würde ich euch empfehlen, vielleicht schon mal ein bisschen Geld zu wechseln. Nicht alles, auf jeden Fall nicht alles, weil wenn ihr in Japan das Geld wechselt, kriegt ihr einen besseren Wechselkurs. Aber schon mal etwas. Auf jeden Fall würde ich raten, in Deutschland zu wechseln, mitzunehmen, falls ihr das erste Mal nach Japan geht. Einfach, um euch das Leben einfacher zu machen. Viertens, SIM-Karten. Internet. Es kommt drauf an, was für Leute ihr seid, was für ein Budget ihr leben wollt. Ganz am Anfang, das erste Jahr, war ich low-key zu geizig für eine SIM-Karte. Hab das WLAN benutzt, was fast überall ist, aber es take me. Ich weiß, wie das Leben ohne SIM-Karte ist und das Leben mit SIM-Karte. Ich persönlich würde jederzeit jetzt immer eine SIM-Karte holen. Das Leben mit SIM-Karte in Japan ist viel einfacher. Es geht auch ohne. Es ist kein Muss, aber ich empfehle es euch auf jeden Fall. Und ihr könnt es euch auch vorbestellen, denn es ist ein bisschen günstiger, als wenn ihr es in Japan holt und dann direkt am Flughafen abholen. Das könnt ihr machen. Oder ihr könnt auch zu Big Camera gehen, also die ganzen Technikläden, sowas wie Saturn hier, und euch dort eine SIM-Karte holen. Ist aber auf jeden Fall ein bisschen teurer. Was auch geht am Flughafen, auch mit Vorbestellung am besten, ist ein Pocket-Wi-Fi. Das Minus ist einfach nur, dass ihr das immer aufladen müsst. Aber mit einem Pocket-Wi-Fi, wenn ihr in einer größeren Gruppe seid, die sowieso immer zusammen ist, könnt ihr euch das auf jeden Fall teilen, ein Pocket-Wi-Fi, und das gemeinsam nutzen. Aber kümmert euch im Voraus drum. Ganz wichtig auch, bevor ihr nach Japan reist, solltet ihr schon mal eine Destination haben, einen Ort, wo ihr bleibt, eine Unterkunft. Also nicht nach Japan gehen und sagen, wenn ich da bin, hole ich mir ein Hotel oder so. Nein, alles vorher schon buchen. Weil bevor ihr nach Japan reist, müsst ihr einen Zettel ausfüllen. Und die sind halt sehr penibel. Da muss halt alles stehen, wohin du gehst, wen du besuchen kommst, wohin du reist, wie lange du bleibst. Eine Hoteladresse, eine Airbnb-Adresse, sowas ist immer praktisch zu haben. Solltet ihr immer dabei haben, vielleicht irgendwo auf dem Handy gespeichert, wenn ihr noch kein Internet habt. Macht euch das Leben einfacher und habt es einfach dabei. Ich habe eigentlich schon relativ oft unter meinen Kommentaren gelesen, zwar nicht hier auf YouTube, sondern auf TikTok, dass sie auch Angst haben, nach Japan zu reisen, weil sie die Sprache nicht können. Und let me tell you, ich bin schon 5-mal in Japan gewesen. Kein bisschen Japanisch. Und das hat mich nicht davon abgehalten, Japan auf jeden Fall zu lieben und immer wieder nach Japan reisen zu wollen. Die Sprachbarriere sollte auf jeden Fall nicht euer Problem sein. Klar, es ist nicht super, super perfekt, alles so von der Kommunikation her, aber es ist auf jeden Fall machbar. Die Japaner sind ultra freundlich. Ihr könnt echt hingehen und die fragen. Und sie werden versuchen, euch zu helfen. Die holen ihr Handy raus, versuchen es euch irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Es klappt. Und an sich, alles in den U-Bahn-Stationen, Flughafen, Bahnen, ist alles ausgestellt auf Englisch. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es steht alles auf Englisch, vor allem, wenn ihr nach Tokio reist. Es schadet aber nichts, ein paar Wörter Japanisch zu lernen. Nur um die Leute schon mal anzusprechen, damit es für die einfacher ist. Ein paar einzelne kleine Wörter, muss nichts Großes sein. Schadet auf jeden Fall nichts. Aber ist kein Muss. Wenn ihr nach Japan gehen wollt und die Sprache eure einzige Sorge ist, geht einfach nach Japan. Es wird nicht so schlimm sein. Die Leute bringen euch nicht um, die Leute helfen euch. Es ist eine gute Erfahrung. Ladet euch schon mal Translator vorher runter. Es wird schon. So schlimm ist es nicht. Es lohnt sich. Siebtens, ich würde euch raten, wenn ihr nach Japan geht, nehmt eure Medikamente mit. Also ganz normale Medikamente, wenn ihr für gegen Bauchschmerzen, Fieber, Husten, Durchfall, Verstopfung, hatten wir alle schon. Die Kommunikation in Japan ist ein bisschen schwierig, was Medikamente angeht, weil die Kommunikation ist einfach nicht da wie bei uns und deren Medikamente sind nicht so stark wie unsere oder wir vertragen die nicht so, keine Ahnung. Ich würde euch auf jeden Fall raten, nehmt eine kleine Apotheke mit, wenn ihr das erste Mal da seid und einfach, falls irgendwas ist, damit ihr das einfach parat habt. Schadet auf jeden Fall nicht. Achtens, wenn ihr nach Japan geht, und das sage ich aus Erfahrung, nehmt
nicht viele Sachen mit. Ihr braucht nicht so viele Sachen. Nehmt einfach nicht so viele Sachen mit. Ihr werdet dort einkaufen gehen. Ihr werdet Sachen mitnehmen für zu Hause. Ihr werdet vielleicht Figuren mitnehmen. Ihr braucht viel Platz im Koffer. Deswegen nehmt auf jeden Fall nicht so viele Klamotten mit. Die braucht sie auch alle gar nicht. Ihr müsst auch keine Sorgen haben mit Wäsche waschen oder sowas. In fast jedem Hotel ist eigentlich eine Waschmaschine und ein Trockner. Und falls ihr in einem Airbnb seid ohne Waschmaschine und Trockner, gibt es voll viele Coin Machines, Waschmaschinen, wo man Geld reinschmeißen muss, also so wie heißt das? Waschräume, Waschsalons. Ja, es gibt richtig viele Waschsalons. Und da sind auch direkt schon die Trockner drin. Und man kann dort auch schon sein Waschmittel kaufen für ein paar Yen. Also nehmt nicht so viele Sachen mit. Ihr könnt dort auf jeden Fall Wäsche waschen. Könnt ihr alles machen. Und ihr denkt so, oh, ist voll Zeitverschwendung, während ihr Wäsche waschen geht. Geht rüber in den nächsten 7-Eleven, Lawson, Family Mart und esst so lange was. Easy. Das ist das geringste Problem. Das größte Problem ist, wenn ihr am Ende zurückkommt und keinen Platz im Koffer habt. Das ist das größte Problem. Weil gescheite Koffer in Japan zu finden, ist ein bisschen schwer und wenn, sind sie todesteuer. Deswegen, kleiner Tipp, was ich manchmal mache, ist, ich nehme meinen großen Koffer, meine Luggage und mache mein Carry-On in den Koffer rein und dann in mein Carry-On mache ich meine ganzen Sachen erst rein. Damit ich, wenn ich hingehe, nur einen Koffer habe und wenn ich zurückkomme, zwei Koffer habe. Neuntens, nicht vergessen, in Japan gibt es andere Steckdosen als bei uns. Das erste Mal, als ich da war, muss ich zugehen, habe ich mich 0,000 mit Japan ausgesetzt. Ich habe mir keine Videos angeschaut, ich hatte keine Ahnung von dem Land. Ich bin einfach hingereist. Und die haben andere Anschlüsse. I know, das hätte ich früher dran denken sollen, aber wir konnten uns erst am nächsten Tag einen Adapter holen. Na, kümmert euch vorher einfach um einen Adapter. Bestellt die bei Amazon. So vereinfacht ihr euch euer Leben. Ich habe jetzt mittlerweile schon voll viele hier. Fuck. Zehntens. Dieser Tipp ist todesrandom. Okay. Ich weiß, es ist todesrandom. Aber, wenn ihr wisst, dass ihr in ein Airbnb geht, wo keine japanischen Toiletten sind, oder wenn ihr ein bisschen länger in Japan seid und euer Koffer sowieso leer ist, nehmt euch Klopapier mit. Weil das Klopapier in Japan ist hauchdünnes Klopapier. Klar, sie haben ihre japanischen Toiletten, das verstehe ich dann auch, aber manchmal gibt es Airbnbs ohne japanische Toiletten und diese hauchdünnen Toilettenpapierteile sind dezent ungeil. Ich weiß, das ist TMI, aber... Ist auf jeden Fall ein Tipp. Wir haben schon eine ganze Packung Klopapier mit nach Japan genommen und es war die beste Entscheidung, die wir gemacht haben. Vertraut mir einfach. Also ich meine es todesernst, ne? Ich sag das nicht einfach nur so. Ich meine es todesernst, dass das Toilettenpapier in Japan null geil ist. Aber die Toiletten dafür umso geiler. Das war's auch schon. Das waren jetzt 10 Dinge, die ihr wissen solltet, bevor ihr nach Japan reist. Falls ihr Bock habt auf mehr solcher Videos, lasst es mich wissen. Falls ihr Bock habt auf mehr solche Videos, Dinge, die ihr in Japan beachten müsst oder was ihr für Japan braucht, schreibt einfach unten rein. Ja, wir geben Popcorn noch ein Leckerli und dann war's das für heute. Das war es dann wieder diese Woche und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder und lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr noch weiter Bock auf Japan-Videos habt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf Japan-Videos und ich hätte auch viel lieber euch alles vor Ort gezeigt, aber wir können momentan nicht reisen. Okay, Bock habe ich aber auch mehr. Bis Mittwoch.